So, da bin ich nochmal. Die sogenannte Negativisierung. Alles ist negativ, alles ist böse, alles ist bleh. Geht natürlich auch bei Han Solo, leider. Wenn ihr Spiegel Online gelesen habt oder Focus, das sind die schlimmsten Schmierblätter, die ich je gelesen habe. Deswegen lese ich es nicht, aber wegen so einer Sendung, damit ich darüber sprechen kann, muss man sich so einen Driss mal durchziehen. Also Han Solo ist ein Film, wo alle sagten zum Schluss, wie, der ist schon zu Ende. Der hat uns unterhalten. Wir waren erstaunt der Sprache, erstaunt des Fließenden, des Lustigen, des Jungsein. Ich meine, mit 28 ist man jung, mit 28 springt man noch über Bäume etc. So, Han Solo war verliebt und klappte nicht, wie das so ist, in einer Zeit, die so ist, wie sie dort uns gezeigt wurde. Ist eine düstere Zeit, stand ja auch vorne. In einer sozial schlimmen Zeit und so weiter und so fort. Alles wird unterjocht, alles wird angegriffen und jeder versucht irgendwie. Und wenn man ein Kind ist, auch hier im Realen, kein Zuhause, keine Familie, dann muss man sich durchschlagen. Und er hat sich durchgeschlagen und auch alles versucht. Ich meine, der Witz, ja, ich meine, ist irgendwie geklaut aus einem anderen Film, da ist auch einer mit dem Auto dann, ne, und dann hängen geblieben, oder, ne, also war schon genial. So, und ich finde es toll, dass der Johnson es doch geschafft hat, die sogenannte Entkrustung. Star Wars wurde entkrustet. Ich übersetze das jetzt, was er gesagt hat, ist nicht meins. Er sagte die Entkrustung, er hat auch keine Lust mehr, dass Star Wars wie so ein Museum, alle 3 Jahre wird es eröffnet, wir haben neue Exponate, kommst du vorbei. Ja, und alle, oh, ne, war doch so. So, ich gehe jetzt zurück zu 1977 und hast du da schon drin? Von was sprichst du? Ja, da ist so ein neuer Film, der läuft da, immer sehenswert. Wenn du Lust hast, komme ich sogar nochmal mit. Ja, und danach wurde dies, und habe ich zu viel versprochen und so weiter. Das war eine tolle Geschichte. Ja, war toll. Wird sie also leider nicht mehr wiederholen. Also heute hat man, wie gesagt, nur noch dieses hier und wie gesagt, Spiegel Online oder Bild-Zeitung oder wie die alle heißen, da hauen da irgendwelche Pamphlete raus und alles ist grottenschlecht und so. Ich meine, Negativ-PR ist auch gut, weil man mit Negativ-PR die Leute auch locken kann. Also ziemlich gut gemacht. 3 Regisseure für einen und all solche Sachen, die da geschrieben wurden. Und wenn man sich so die Star Wars Story ansieht, die Originalgeschichte da aus Kalifornien, wo da alles neu gemacht wird, eine neue Sendung, Galaxy wird ja vorbereitet, die neue Real-Sache wird vorbereitet. Es wird alles vorbereitet und wenn wir das dann konsumieren, uns dann auch zugänglich machen, verdienen natürlich die sehr viel Geld. So, und da sich, wie gesagt, ich darf nur für mich sprechen hier, mal ziehe hier meinen Monolog vor laufender Kamera durch und hoffe auf einen sogenannten Dialog mal irgendwo mit euch durchzuführen, wie wir halt Star Wars sehen. So, ich bin für alles bereit, ich habe auch durchgemessen, habe auch mich gerade erkundigt, wie teuer alles wäre, wenn ich hier so ein kleines eigenständiges Mini-Kino für gewisse Leute, damit man sich analog darüber unterhalten kann, für diese Sendung die Leute einladen und dann gucken und drüber reden bei laufender Kamera und alles. Ja, aber es kostet ja auch viel Geld und warum viel Geld ausgeben? Wenn, wie gesagt, keiner mehr bereit ist, analog mit einem zu sprechen. Ja, schreien da alle rum, Spoiler. Leute, ich will nicht in einer stummen Welt leben, wo man mir halt sagt, jetzt darfst du sprechen, jetzt darfst du tippen. Nee, ich tippe und spreche, wann ich will und wie ich will und warum ich will. Und stehe dann auch dazu. Aber es nervt. Es nervt einfach nur dieses ausgebremst werden. Das dürfen wir nicht, dies dürfen wir nicht, jenes dürfen wir nicht. Und frage mich langsam, wie kommt ihr auf das schmale Brett, dass das eine Zukunft wäre, die lebenswert ist? Also die analoge Zeit, ja, gefiel mir besser, wie diese Digitalzeit. Stumm, ja, Spoiler, halt die Klappe, ich war noch nicht drin, hallo, ich Ego, nee, kann ich nicht. Ich mag kein Ich-Ego, wir sind alle oder gar nicht. Leider unter Beweis, bei der Star Wars Show ist man nicht immer gesund.
Meine eine hat sich am Dienstag so irgendwie eine Grippe eingefangen. Nicht die Männergrippe. Nee, nicht die Männergrippe. Ich meine, sowas fehlt auch noch bei Star Wars, ne? Dass da einer erkrankt oder so. Ich meine, wenn die krank sind, haben die meistens Arme oder einen Kopf ab, ne? Und wenn die wieder angenäht. Ja. So wie L3 sein in den Falken eingearbeitet. Oder war ja ein Druide. Ne? Da sind wir auch schon beim Thema. Thema Star Wars. Das Thema. Heute ist der 25. Mai 1977 und wir sitzen im Kino und was sehen wir? Eine Laufschrift. Ja? Ja, ja, genau, 41 Jahre ist das her, dass wir im Kino saßen, Krieg der Sterne, und Krieg der Sterne ist angekommen. Alle gucken, hast du schon Krieg der Sterne gesehen? 1977 hatte man, hast du schon gesehen? Hat man sich unterhalten, dann hat man die Euphorik, boah, scheint wohl gut zu sein, also geh ich mal rein. Da ist man reingegangen, denn zu dem Zeitpunkt war es noch kein Hype. Ja? In Amerika ist da ein bisschen anders motiviert worden, das Ganze. Und deswegen war an dem Tag sehr viel los, aber an sich erst ein paar Jahre später, wo richtig, also 83, wo der erste fett gelaufen, der zweite nun drin und alle, boah, alle. Gut, also wie gesagt, zu dem Zeitpunkt vor 41 Jahren war schon der Brüllerkrieg der Sterne und alles sprach davon. Natürlich nicht so wie heute. Damals musste man sich wirklich nur unterhalten und hier in der Community, Star Wars Community Wohnzimmer, da haben ja auch schon einige nachgefragt, ob es nicht irgendwelche Sachen gibt. Ich habe euch schon mal gesagt, hier gibt es einen Stammtisch, samstags hätten wir uns treffen können und so weiter und so fort. Ich arbeite halt auch noch daran, dass man auch sich hier trifft. Natürlich, wenn alle aus allen, Facebook kann schnell oder bei YouTube kann schnell 1000 Leute hier sein, das wäre natürlich fatal. An sich ist es ja für die kleine Runde gedacht. So, ich möchte mich auf dem Weg heute entschuldigen, dass wir die Dreharbeiten verschieben müssen. Zu dem richtigen Star Wars Community Wohnzimmer, richtig Sendung. Das hier ist so eine Minishow, Miniclips. Ja, also wie gesagt, im Moment geht, weil man kann ja auch nur einmal im Jahr so eine Wahnsinnssendung machen, weil wir jetzt immer ein Jahr warten müssen. Ja, früher mussten wir 3 Jahre warten. Jetzt müssen wir halt ein Jahr warten. So, jetzt waren Solo in den Kinos, flott erzählt, eine tolle Geschichte. Ein Junge, der auf der Straße groß geworden und sich einen Namen gemacht hat in der sogenannten Organisation, in der da er mit den anderen Kindern und so weiter verweilt. Ja, und wie das so ist, wenn du irgendwas nicht bringst bei solchen Gaunern, wurde man natürlich geplättet auf eine Art, so 13. Jahrhundert oder 18. oder 17. Jahrhundert, wo die Leute auch so auf den Straßen lebten, besonders in England. Also man hat so Geschichten genommen, ja, so Straßenkinder, die da und so weiter halt in der Welt der Elektronik, in der Welt des Universums, da wo man auch Fluggeräte hatte und keine Kutschen oder Dampfrosser wie im 18., 19. Jahrhundert, also eher 18. Jahrhundert. Ja, so ungefähr könnte man so sagen, machen wir das halt nur modern, ne? Wie das so ist, man hat eine Freundin, die spielen, also effektiv sind hier beide so um die 28 Jahre alt. Ja? Daisy Ridley ist jetzt 25 Jahre alt, David weiß ich nicht, der müsste knapp um die 30 sein. So, das sind alles junge Leute, die jetzt Star Wars spielen, als Schauspieler was darstellen. Und ich gleich weitermache. Morgen! Ja, das war nur eine Frage, ob wir Superdrucker haben und wie wir Superdrucker haben. Nur stellen wir hier keine Tassen und T-Shirts mehr her. Das machen wir woanders, nicht hier. Okay, ich muss auch ein bisschen mehr reden heute, auch wenn es mir nicht so gut geht. Wie gesagt, die sogenannte Männergrippe habe ich nicht. Aber ich habe mir irgendwann eingefangen von irgendeinem Kunden. Dienstagabend fing es an. Also das habe ich auch noch nie erlebt. Hier war alles dicht. Richtig dicht, also war gar nicht. Dann habe ich natürlich versucht, diesen Druck loszuwerden. Und dann war das sozusagen wie so ein Propfen und dann ging das los. Ne? Und dann hatte ich da meine Erkältung, die ich jetzt habe. Ich schwitze mir einen weg hier, bin ein bisschen nass, aber egal. So, also wie gesagt, so ein Vier-Augen-Gespräch würde mich doch reizen und das werden wir auch durchziehen. Und jetzt habe ich hier natürlich alles wieder verbuddelt hier. Ich habe die Namen, ich meine, ich bin momentan nicht so konzentriert, weil ich müde bin dadurch. Also ja, Lucy ist natürlich jetzt ein bisschen traurig, weil ich es halt verschieben musste, weil ich möchte auch keinen einen anstecken. Ja? Ich bin ja hier alleine vor der Kamera und Marco war leider noch nicht im Film und somit warten wir halt noch ein bisschen, verschieben wir und machen dann die Sendung über Han Solo und E8, weil dann haben sehr viele gesehen
weil einige da bis zum 30. oder 31. sogar Spoiler-Alarm. Man da, also Leute, Spoiler gehört ans Auto. Noch einmal, Spoiler gehört ans Auto. Und Information ist Information. Und die Informationsflut sollte laufen. Es sollte Spaß machen, sich wieder an Star Wars zu erfreuen. Es sollte Spaß machen, über Star Wars zu reden. Es sollte Spaß machen, Star Wars zu erleben. So. Und da ich ja Schwitzwehenbulle ziehe, natürlich jetzt hier nicht die teuren T-Shirts an. Die kosten ja 50 Euro. Aber ich habe ja schon alle drei vorgestellt. Ich arbeite jetzt vielleicht noch so am T-Shirt von einem Stormtrooper, damit ich mich endlich mal als Onkel Rexy hinstellen kann. Und dann schaue ich mal, welchen Helm ich mir dann doch noch zukommen lasse. Ja, dann schauen wir mal. Ja, dann schauen wir mal. Und dann schauen wir immer noch mal. Ja. Ja, ist eine tolle Geschichte im Moment mit Star Wars. Also der Film war flugs erzählt und alle Sachen, wie, schon zu Ende? Und wie gesagt, wie am Ende Darth Maul erschien als Überraschungsgast und Cara ihm zugehörig und sozusagen sie dahin musste. Sie ist ja tätowiert. Ne? Sie hat ja jetzt durch das Umbringen des Bösewichts den Ring. Und somit konnte das Ding ja auch starten, weil man das nur mit dem Ring starten konnte. Dann kam auch, wie gesagt, das Hologramm. Ne? Kommt vorbei, und dann ging die Kapuze auf und die Hörner kamen zum Vorschein. Darth Maul. Ja, wie gesagt, auf Est warte ich noch da, den neuen Bösewicht. Sie auch, ein Kind, eine Jugendliche. Willow, Darsteller, halt mal ohne Helm, sondern richtig zu sehen. Und viel Slapstick-Komik. Ja? Stehen bleiben und dann Ding-Dong. Ja, fand ich stark, den Droide war gut. Ach herrlich, ja, also die Droiden haben da Nacken diesmal, die haben nur noch Freiheitsdrang, L3 hat auch nur Freiheitsdrang im Kopf, ne? Und macht auch alle frei, ja, bis er dann auch frei ist und dann in den Falken eingebaut wurde, ja, ja, aber der ist stumm, redet nicht mehr, hat natürlich alle Navigationsdaten eingepflegt, Routen berechnet, also Han Solo kann jetzt mit seinem Falken, den er erstklassig gewonnen hat, natürlich nicht mit den Würfeln. Die Würfel sind nämlich nur Makulatur. Ja, heilige Kiste, ich glaube an meinen Würfel, denn die bringen Glück. Ja, mehr ist das nicht. Mehr war da nicht. Also hat damit nichts zu tun. Mit den Würfeln hat er halt den Falken nicht gewonnen. Sondern er hat den Falken so gewonnen, wie Carissian sonst immer gewinnt. Morgen! Grüße, passt auf sein. So, ich sitze also ansteckend vor der Kamera. Okay, wie gesagt, so wie ich ein treuer Fan seit 1977, 41 Jahre bei Star Wars bin, habe ich natürlich sehr treue Fans. Kunden sind keine Fans. Treue Kunden, die gerne hier hinkommen, denen ich gerne was mache. Und ich freue mich auch gleich, wenn ich aufgehört habe, hier zu schnabulieren, zu erzählen über Star Wars. Wenn in Star Wars nicht reingeht, ist kein Star Wars Fan. Seid mir nicht böse, das ganze Rumgehate da oder Lava. Ja, Leute, man mag es oder man mag es nicht. Ja, und wer sich abzocken lassen will, soll nach Marvel gehen. Ja, die sterben, stehen wieder auf. So, hier ist wenigstens Dramaturgie. Wenn einer weg ist, ist er weg, dann wird getrauert. So. Natürlich waren so ein leichter Western, weil wie die Leute da beerdigt wurden, ich war mit dem Stöckchen und so. Und Ben kam mir leid, der sah aus, bevor der erschossen wurde, der arme Kerl, fing jetzt schon, das ist ein Wookie! Ach herrlich, ich hoffe, dass ich die Figur bekommen kann. Das war, okay, einer war so frech, was hat er gesagt? Das ist Planet der Affen, der mag dann auch Han Solo. Also Planet der Affen hat damit nichts zu tun. Er war natürlich ein sehr witziger Pilot. Ich meine, Kriegsrollen, die Klamotten alle so aus dem Ersten Weltkrieg, stark gemacht. Ne? Ich glaube, die mögen uns immer noch, uns deutschen Soldaten. Ne? Die Helme, ein bisschen umgebaut, sah stark aus. Ja, halb bisschen mehr Plastik dran, ein bisschen mehr Plastik hier drum. Ne? Ist klar, so Sturmtruppmäßig. Ja, wie gesagt, die Imperialisten sind halt unterwegs. Ja, aber noch nicht so. Gerade alles im Anfang. Also Han Solo gerade im Anfang. Ne? Also man kann 10 Jahre davor, 5 Jahre danach, eine Story für sich. Hört auf, da sind jetzt 10 Jahre davor,
er handelt gerade in 5 Jahre danach, 3 oder 4 und hey, heute, vor 41 Jahren, Krieg der Sterne, 4. Teil, als erster Teil. Also heute vor 41 Jahren haben wir das gar nicht gemerkt, muss ich einfach mal gestehen. Ja, wir haben immer nur von Krieg der Sterne gesprochen und nicht von irgendeiner Episode oder so. Und auch die Lichtwerte haben uns gar nicht interessiert, weil da war Handlung. Ja, im Krieg der Sterne 4 war Handlung. Bis das Schwert dann plötzlich dann mal er da am Rumwudeln war da, und der hat ja nicht viel gemacht. Ja. War so. Und dann kurz, ich spüre die Macht, oh, die habe ich schon lange nicht mehr gespürt. Grüße. Ah ja, klar. Versprochen ist versprochen. Okay,